Hallo, liebe Freunde des gepflegten Pandemiespielspaßes und willkommen zu einem kleinen Mini-Mini-Mini-Let's Play zwischendurch. Wir spielen Plague Incorporation. Ein Spiel, was die meisten von euch vermutlich kennen werden. Es gibt es ja nicht nur auf Steam, sondern auch auf den verschiedenen Handy-Plattformen, Android und auch auf iOS. Ein Spiel, wo wir eine Pandemie spielen, verschiedene Krankheitserreger spielen können und natürlich das Ziel ganz am Ende soll halt sein, die Menschheit komplett zu infizieren und auszurotten. Natürlich spiele ich das gerade auch mit einem gewissen Augenzwinkern hinsichtlich der aktuellen Corona-Thematik oder Coronavirus-Thematik, die wir ja haben, auch in Deutschland mittlerweile. Ich sehe das aber ehrlich gesagt ein bisschen entspannt immer noch, denn wir reden hier von einem Krankheitsverlauf, der einer Grippe sehr ähnlich ist. Ich habe auch gerade wieder die Bundespressekonferenz angeschaut. Und dort mal die Experten, also nicht unseren Bundesgesundheitsminister, sondern halt wirklich die Fachexperten mir mal angehört. Und wenn ich die so höre, dann ist das, was wir gerade aktuell erleben, völlig übertrieben, was an manchen Stellen passiert. Nicht die Maßnahmen, die getroffen werden, sondern wie manche Menschen darauf reagieren mit Hamsterkäufen und sonst irgendwas. Also wenn ihr das vielleicht ein bisschen ernster seht, dann ist das Let's Play hier vielleicht nicht das Richtige für euch. Das soll auf jeden Fall hier ein bisschen mit einem Augenzwinkern zu sein. Und natürlich werden wir das Hauptspiel, was gibt es da als offizielle Szenarien? Experimentieren mit realen Krankheiten und alternativen Welten. Das Coronavirus wird es hier noch nicht geben. Deswegen gehen wir mal auf das Hauptspiel und wollen natürlich nicht mit einem Bakterium spielen, sondern das Coronavirus ist ein Virus. Deswegen nehmen wir natürlich auch das Virus. Der folgende neue Gentyp ist entdeckt und freigeschaltet worden. Orange DNS in Einzelspielern. Na, das ist ja schön. So, wir haben hier Bonus-DNS, die wir schon vergeben können. Ich spiele das Spiel nicht zum ersten Mal. Erhalte am Anfang Bonus-DNS und es gibt die orange DNS. Erhalte mehr DNS durch das Zerplatzen von orangen Blasen. Okay, das machen wir. Dann der Mutationsbonus. Das ist halt die große Frage, die wir über das Coronavirus auch aktuell noch nicht wissen. Wie mutationsbereit dieses Virus ist. Wenn wir den Mutationsbonus geben, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass das Virus irgendwelche Symptome entwickelt, von selber heraus, ohne dass wir dafür DNS ausgeben müssen, relativ hoch. Wir können auch genau das Gegenteil machen und müssen dann halt Krankheiten oder beziehungsweise Symptome selber entwickeln. Ich lasse mal den Mutationsbonus aktiv. Hier für die Reisegene, das muss ich kurz lesen, haben wir noch nichts freigeschaltet, genauso wie für die Umweltgene. Wir können die Rückentwicklung machen, Bonus-DNS bei Rückentwicklung. Das machen wir mal. Da kriegen wir nämlich DNS zurück, wenn wir Symptome wieder rückentwickeln. Und das kann ganz vorteilhaft sein mit dem Mutationsbonus. So, dann müssen wir dem Ganzen noch einen Schwierigkeitsmodus geben. Dann nehmen wir Normal und wir machen hier mal Corona. Lauch. Unser Corona-Lauch-Virus. Willkommen bei Plague Incorporation. Deine Wahl Virus. Um zu gewinnen, musst du dich weiterentwickeln und dich auf der Welt ausbreiten. Lösche die Menschheit mit der ultimativen Seuche aus. Das Coronavirus ist meiner Meinung nach nicht das ultimative oder die ultimative Seuche. Nichtsdestotrotz werden wir uns natürlich das Ganze mal anschauen, wie sich das hier in Plague Incorporation spielt. Wähle das Ursprungsland deiner Seuche. Durch das Anklicken der jeweiligen Länder erhältst du mehr Informationen. Wenn du deine Wahl getroffen hast, klicke die Startblase zum Bestätigen an oder klicke stattdessen auf ein anderes Land. Okay, wir wählen natürlich China. Bevölkerung 1,4 Milliarden, offene Grenzen, offene Häfen, offene Flughäfen und es geht los. Corona-Lauch befällt China. Corona-Lauch hat den ersten Menschen infiziert. Status schwach und nicht spezialisiert. Mit DNS-Punkten weiterentwickeln, um mehr Menschen zu infizieren. Die DNS-Punkte bekommen wir durch Fortschreiten, durch Infizieren der Leute, beziehungsweise durch Zerplatzen, also Anklicken dieser Blasen, die auf der Weltkarte erscheinen. Und diese DNS-Punkte können wir dann in verschiedenen Kategorien einsetzen, um unser Virus weiterzuentwickeln. Tipp: Virus-Krankheitstyp. Corona-Lauch ist ein Virus. Ein Virus unterliegt willkürlichen, schnellen Mutationen und kann sehr schwer zu kontrollieren sein. Eine Rückentwicklung kostet DNS-Punkte.
war das jetzt vielleicht doch nicht so gut, was wir gemacht haben mit der Bonus-DNS bei Rückentwicklung. Naja, wir werden es sehen. Wir haben bereits zwei Leute infiziert. Und jetzt lassen wir die ganze Sache einfach mal laufen. Fünf Leute. Wir können ja mal reingucken. Wir haben hier verschiedene Sachen, wo wir halt, wir haben eine Übersicht, wo wir sehen, wann es losgegangen ist, wie viele Leute wir infiziert haben, etc. Hier sehen wir, wie gut unser Virus sich übertragen lässt. Hier sehen wir die Symptome, die wir entwickelt haben. Und im vierten Reiter sehen wir die Fähigkeiten, die unser Virus hat. Zum Beispiel, wie gut es resistent gegen Kälte, gegen Wärme oder halt zum Beispiel gegen, ja, wie stabil es ist oder halt hier zum Beispiel Arznei- oder Medikamentenresistenzen entwickeln. So, wir sind bei 13 Punkten. Es ist alles harmlos. Das Ziel ist es natürlich, das Virus am Anfang so lange wie möglich ohne irgendwelche Symptome zu haben und erstmal nur so infektiös zu machen, wie es geht. Eurozone knapp vor Zusammenbruch. Politiker bestätigen, dass ihre zu Kurzsichtigkeit und ihr Eigeninteresse zum kompletten Zerfall des Euro führen könnte. Okay. Das ist interessant, weil das im Moment gar nicht so absehbar ist. Und wir haben gerade mal 15 Infizierte. Gucken wir doch mal, was wir für die Übertragung machen können. China ist ja, glaube ich, ein Land, wo es zum Teil auch sehr warm ist. Also können wir hier erstmal die DNA-Punkte auf die Insekten geben. Mal gucken, ob es damit ein bisschen schneller geht. Corona-Lauch hat das Anämie-Symptom ohne DNS-Punkte mutiert und weiterentwickelt. Jetzt können wir gleich mal gucken, ob wir das rückentwickeln können. Das ist hier. Kostet einen DNA-Punkt. Das ist tatsächlich, es kostet uns was, wenn wir die wieder zurückentwickeln. Ja, obwohl wir ja den Bonus hatten, dass wir DNA-Punkte bekommen. Das ist interessant, das haben sie irgendwann mal geändert, weil ich habe das schon mal gespielt, da war das meines Wissens nicht so. Ich habe das Spiel aber auch jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt, bestimmt über mehrere Jahre. Wir haben 47 oder 50 Infizierte mittlerweile. Ihr seht, es geht mittlerweile rasant vorwärts. Und wir können ja mal gucken bei der Übertragung. Ich hätte gerne noch Wasser. Mal die Zeit ein bisschen beschleunigen. Neue Sterilisationsluftfilter in Flugzeugen. Um die Krankheitsübertragung durch Flugzeuge einzudämmen, werden neue Luftfilter eingesetzt. Nur fortgeschrittene aerogene Krankheiten können darauf nun überleben. Aber das ist natürlich nicht so schön. Das heißt, wir müssen versuchen, alles mit Schiffen oder mit Wasser zu machen. Wir haben jetzt 600 Infizierte. Corona-Lauch hat das Ausschlagsymptom ohne DNS-Punkte mutiert und weiterentwickelt. So, wir haben 12 Punkte. Wir könnten weiter mit den Tieren machen. Oder wir lassen es erstmal so ein bisschen laufen. Wir sind bei 5000 Infizierten. Jetzt geht es richtig schnell, wie ihr seht. Aber solange wir nur in China sind, ist das Ganze noch harmlos. Wir haben wieder das Anämie-Symptom entwickelt. Jetzt sind wir in Südkorea. Und auch jetzt, ja, jetzt kommen die anderen Länder dran. Jetzt können wir mal noch mit dem Wasser weitermachen, damit wir auch über die Schiffe uns weiter verbreiten. Die angrenzenden Länder, ihr seht, werden auf jeden Fall jetzt infiziert. Wir sind bei 3 Millionen Infizierten. Und ihr seht schon, jetzt geht es auf jeden Fall schnell. Wir haben 19 Punkte. Tja, mit der Luft. Da müssen wir auf jeden Fall den nächsten Luftfilter auch noch entwickeln. Flugzeuge durch Upgrade wieder infizierbar. Mit Hilfe des Luftübertragungs-Upgrades kann Corona-Lauch die neuen Luftfilter an Flugzeugen umgehen und sich erneut zwischen den Ländern ausbreiten. Ah, das war also der hier. Alles klar. Gut, dann brauchen wir das nächste Update gar nicht.
Corona-Lauch hat das Zystensymptom ohne DNS-Punkte mutiert und weiterentwickelt. So, das Wichtigste bei dem Spiel ist immer, dass man es schafft, Neuseeland zu infizieren, Grönland und Island, weil das sind halt Inseln und die sind immer sehr, sehr tricky, dass man die bekommt. So, während der Untersuchung von einem Arzt in China eine neue Krankheit namens Corona-Lauch. Sie scheint harmlos, muss aber untersucht werden. Sie tritt auch anderswo auf. Ja, wir sind entdeckt worden. Zu diesem frühen Zeitpunkt ist das keine gute Idee. Und wir haben in China jetzt fast die gesamte Bevölkerung entwickelt. Und wir haben auch einige Punkte. Jetzt machen wir mal hier die komplette Luft- und Wasserübertragung. China startet Arbeiten an Heilmittel. Das ist relativ früh. So, hier fahren infizierte Schiffe durch die Gegend. So, wir müssen mal... Ah, wir haben nicht genug Punkte. In ländlichen Gebieten. Das ist vor allen Dingen, das ist gerade gar nicht so schlecht, weil wir hier mit, die Industrieländer haben wir noch gar nicht, aber wir haben schon viele ländliche Gebiete, auch Russland hier. Wir haben das Hustensymptom ohne DNS-Punkte mutiert. Wir sind bei 27 Punkten. Jetzt geht's rasant. So, dann lasst uns doch mal gucken, was wir als nächstes machen. Ich würde gerne die Vögel nehmen. Und ich würde gerne auch die Kältebeständigkeit weiterentwickeln. Und auch die Hitzebeständigkeit. Dass wir uns quasi in die kalten, aber auch in die warmen Regionen weiter ausbreiten. So, Island scheint schon befallen zu sein. Lungenentzündungssymptom. Na, da kommen wir doch genau in die richtige Richtung, was das Coronavirus angeht. Ihr seht schon, jetzt geht es richtig schnell. Russland, gerade durch dieses Kälte, durch die Kälteresistenz haben wir da einiges jetzt hier an Verbreitung geschafft. So, wir haben Lungenfibrose entwickelt. Na, das sieht doch gut aus. Und wir haben weltweit 4,1 Milliarden Menschen schon infiziert, noch keine Toten. Wir haben also schon über die Hälfte der Menschheit infiziert. Allerdings das meiste halt in Osteuropa und Asien. Erster Todesfall. Alles klar. Heilmittelentwicklung ist bei 1%. Grönland ist infiziert. Damit haben wir jetzt, glaube ich, alle potenziellen Regionen. Corona-Lauch auf Beobachtungsliste gesetzt. Corona-Lauch wurde in die WHO-Beobachtungsliste aufgenommen und als gefährlich eingestuft. Regierungen wurden gewarnt, dass die Krankheit unaufhaltsam werden könnte. Ja, ihr könnt sogar schon zu spät dran sein. Wir haben 100 Punkte. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier bei der Übertragung noch ein bisschen arbeiten. Blutkontakt. Wir machen die Insekten. Wir machen die Vögel auch weiter. Symptome würde ich im Moment noch nicht machen. Das macht das Virus gerade schon selber und das ist mir gerade eigentlich fast schon zu viel. So, wir gehen mal noch auf die Wärmeresistenz und lassen mal weiterlaufen. Corona-Lauch hat das vollständige Organversagen-Symptom ohne DNS-Punkte mutiert. What the fuck? Ja, also gerade Afrika ist noch ganz spannend. Indonesien ist das erste Land, das die Ausbreitung von Corona-Lauch durch verschärfte Ein- und Ausreisebedingungen einzuschränken versucht. Wie wirksam es ist, wird sich zeigen. Also hier sieht man auch in dem Spiel, dass die Weltgemeinschaft viel, viel zu spät auf dieses Virus reagiert. Wenn wir das jetzt mal mit der aktuellen Lage vergleichen, die wir jetzt gerade haben, mit dem echten Coronavirus, da haben natürlich die Regierungen viel, viel früher drauf reagiert. Da muss man aber auch dazu natürlich sagen, dass dort die Symptome bzw. die Sterblichkeit schon deutlich höher war. Also, was heißt höher? Sie war schon zu Anfang an sehr gegeben, was wir bei dem Virus ja hier nicht hatten. Wir haben jetzt 4,6 Milliarden Menschen infiziert und haben schon 22 Millionen tot. Also wir haben jetzt hier schon einen Punkt erreicht, wo die Weltgemeinschaft schon hätte viel, viel früher drauf reagieren müssen. Corona-Lauch hat das Hämophilie-Symptom ohne DNS-Punkte mutiert und weiterentwickelt. Und ihr seht aber zum Beispiel die USA als Industrieland oder als Technologieland eigentlich. Ist noch so gut wie gar nicht befallen. Wir machen mal hier Arzneimittelresistenz.
Vereinigtes Königreich bei Heilmittelforschung führen. Das Vereinigte Königreich sendet Forscher jetzt in infizierte Länder, um die Entwicklung eines Heilmittels für Corona-Lauch zu beschleunigen. Zerplatze blaue Blasen und zerstöre ihre Forschung. Okay. Forscher auf der ganzen Welt konzentrieren sich ganz auf die Entwicklung eines Heilmittels für Corona-Lauch. Ja, jetzt wird es langsam spannend. Denn jetzt müssen wir auch langsam mal anfangen, dagegen zu arbeiten. Übelkeitssymptom mutiert. Corona-Lauch hat das Übelkeitssymptom oder DNS-Punkte mutiert und weiterentwickelt. Argentinien beginnt zu zerfallen. Das Alltagsleben in Argentinien... Okay, Argentinien zerfällt. Und wir haben das Abszess-Symptom mutiert. Und ihr seht schon, Kanada und auch aus USA, die sind halt... Die sind infiziert, aber die schaffen es ganz gut, sich da noch fernzuhalten. Die Frage ist, wie wir das... vielleicht noch hinkriegen könnten. So, infizierte Körperflüssigkeiten durchdringen Schleimhäute, erhöhte Ansteckungsgefahr vor allem in armen Regionen sowie Mutationschancen. Ne? Arme Regionen haben wir eigentlich schon. Wir müssten vielleicht mal hier. Was haben wir hier? Umgebungsbedingte Verhärtung. Erreger entwickeln verhärtete Ummantelungen, wird äußerst wasserresistent und kann in heißen sowie kalten Klimazonen problemlos überleben. Okay. So, Grönland gehört uns. Kanada ist, wie gesagt, infiziert, aber Erbrechensymptome. Wir müssen es halt schaffen, dass die hier auch noch krass ausrasten, was die Infektion angeht. Auch Frankreich ist noch nicht wirklich, hat sich doch bis jetzt noch ganz gut davon geschafft, sich da fernzuhalten. Mexiko in Anarchie verfallen. Mexiko versinkt aufgrund von Corona auch als erstes Land in Anarchie. Dort kann kein Heilmittel mehr geforscht werden. Wir sind bei 46%. Ja, und ihr seht schon, USA und Kanada und Frankreich halten ganz gut, ja. Überempfindlichkeitssymptom. Okay, was können wir denn noch machen? Gewöhnlicher Floh, anfällig gegenüber Infektionen, erhöhte Ansteckungsgefahr vor allen Dingen in urbanen Regionen, sowie... Oh, das ist gut. Das wollen wir jetzt haben, weil USA ist natürlich sehr urban. Da geht's in Kanada los. Wir sind bei 56% Heilmittel. So, Frankreich geht jetzt auch ganz gut ab. Ich glaube, Kanada kann es auch nicht mehr eindämmen. Und auch die USA ist mittlerweile so unter Druck. Jetzt müssen wir es bloß schaffen, dass wir... Genumbildung. DNS-Stämme der Erreger wurden wieder zusammengefügt. Die Entwicklung eines Heilmittels dauert länger. Das machen wir. Wir müssen jetzt im Prinzip nur noch Zeit schinden. Wobei, ja, wir müssen Zeit schinden. Corona-Lauch hat das Schlafstörungssymptom ohne DNS-Punkt entwickelt. Wir haben schon, ja, über 5 Milliarden, fast 6 Milliarden Tote. Also, da wird nicht mehr viel passieren hier. Und auch die letzten Länder, Kanada und USA, sind jetzt fast komplett schon befallen. Und werden es vermutlich nicht mehr schaffen. Also, ihr seht, das geht dann am Ende relativ schnell. Es gibt noch ein paar gesunde Menschen. Die Frage, in den USA sind noch welche? Und wo sind denn noch gesunde Menschen? Welches Land hat sich bisher... Das ist jetzt interessant. Die letzte gesunde Person dieses Planeten wurde vor kurzem mit Corona-Lauch infiziert. Ah, okay, gut, alles klar. Es gibt keine gesunden Menschen mehr. Es leben noch 400 Millionen Menschen knapp. Und das, die Forschung gegen ein Heilmittel liegt bei knapp 60%. Und wir haben es in, naja, grob anderthalb Jahren geschafft, die Menschheit auszurotten. Und ich glaube nicht, dass das Coronavirus es in dem Maße schaffen wird. Durchfall! Lecker! Wie lecker!
So, wir sind bei fast 7 Milliarden. Es leben noch 130 Millionen. Können hier mal die Übersicht schauen. 98% sind tot. Hier sehen wir die Länder, die bereits komplett ausgerottet wurden. Es gibt noch den Sudan, den Nahen Osten, Irak, Madagaskar. Gibt es eins von den Hochtechnologieländern? Korea. Okay. Kanada ist noch am Start. Großbritannien, Frankreich, USA. Aber Deutschland zum Beispiel ist schon komplett ausgerottet. Erwartetes Heilmittel am 11.09.2024. Das werdet ihr nicht mehr schaffen, liebe Leute. Es leben noch 90 Millionen und es geht rapide abwärts. Schweinegrippe-Symptom-Kombo. Corona-Lauch ähnelt der Schweinegrippe. Ärzte suchen nach Heilmitteln gegen Schweinegrippe und verlieren dabei wertvolle Zeit. Heilmittelforschung dauert länger. War das SARS nicht auch irgendwie Schweinegrippe? Oder war das Vogelgrippe? Das war ja auch ein Coronavirus. Corona-Lauch hat das innere Blutungssymptom ohne den S-Punkte mutiert. Ja. Wir sind ein sehr mutagenes. Heißt das so? Ein sehr mutagenes Virus. Es leben noch 25, nicht mal mehr 25, sind noch 20. 15 Millionen. Die Leute sterben wie die Fliegen. 8 Millionen, 7 Millionen, 6 Millionen, 5 Millionen, 4 Millionen. Und damit haben wir es gleich geschafft. Corona-Lauch hat das ba Bas Paranoia-Symptom. Okay. Corona-Lauch hat die Welt trotz aller Bemühungen zerstört. Die letzten verbliebenen Menschen liegen im Sterben und haben keine Chance zu überleben. So ist es. Das böse, böse Corona-Lauch-Virus. Und ich sag's ja, was man hier halt gesehen hat, dass die Regierungen viel zu spät auf dieses am Anfang noch harmlose Virus reagiert haben. Aber auch diese Mutierung des Virus, dass das so schnell geht, auch das ist natürlich ein Punkt, der ist relativ unwahrscheinlich. Den werden wir hier so nicht erleben. Und auch da zeigt sich halt, dass das Spiel da schon auch von der Realität abweicht. Ja, wir haben gewonnen. Corona-Lauch hat alles Leben auf der Erde erfolgreich ausgelöscht. Hier können wir jetzt nochmal sehen, wie das Ganze verlaufen ist. Es ging harmlos los. Das Virus hat sich dann relativ schnell verbreitet und auch relativ schnell angefangen, Menschen umzubringen. Und dementsprechend, ja, hatte die Welt keine große Chance. Wie lange hat es gedauert? 675 Tage. Was wir ja gerade erleben mit dem echten Coronavirus, ist ja quasi nur der Anfang. Trotzdem, wie gesagt, gibt deutliche Unterschiede zwischen Spiel und der Realität. Und ich bin da ziemlich entspannt und deswegen sehe ich das Ganze auch mit einem gewissen Augenzwinkern. Ich sag mal so, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Das Spiel gibt es auf Steam. Ist relativ günstig. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel es genau kostet. Ihr könnt gerne mal in die Videobeschreibung gucken. Da habe ich es euch verlinkt. Mein Dank geht raus an meine großen Unterstützer auf Twitch und auf YouTube. Das sind Ibendalk, Synam, 122er, Parsival, Kulle, Ködö und Danny. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer O'Hare.